Der Ölpreis steigt und hier geht es heute um die Aktie von einem der größten Ölkonzerne der Welt. Ein Konzern, der große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren, aber trotzdem haben ihn viele Anleger noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und darum haben wir hier eben auch hohe Dividendenrenditen und ein KGV von unter 5. Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Manchmal sind auch ganz normale DPA-Meldungen ziemlich lustig. Zum Beispiel die hier. In Großbritannien lebende Deutsche sollen Lastwagen fahren. Der Hintergrund sind natürlich die fehlenden Lkw-Fahrer in Großbritannien und wegen dem sind ja auch die Tankstellen und die Supermärkte schon teilweise leer. Und die Deutschen, die da leben und die ja auch schon, wenn sie ein bisschen älter sind, die haben ja den Dreier-Führerschein noch und dürfen damit ja auch automatisch noch 7,5 Tonner fahren. Einfach so, ohne Fahrpraxis und alles. Ich zum Beispiel ja auch und ich habe es früher auch gemacht, teilweise sogar mit Anhänger. Also seien Sie mal froh, dass Sie mich damals nicht gekannt haben, beziehungsweise dass Sie mir nicht auf der Straße begegnet sind. Aber wie auch immer, die britische Regierung hat also unter anderem diese Deutschen angeschrieben, ob sie jetzt nicht gern mal lieber Lastwagenfahrer werden möchten. Und die DPA zitiert: Es ist schön zu wissen, dass es noch immer Jobperspektiven hier für uns gibt nach dem Brexit, sagt ein 41-jähriger Deutscher, der mit seiner Frau in London lebt. Wären wir nach Deutschland gegangen, dann wären wir wohl niemals als Lastwagenfahrer von Headhuntern angeworben worden. Vorerst wolle er seinen Job bei einer Investmentbank jedoch behalten. Und seine Frau habe auch noch nie ein größeres Auto als einen Volvo gefahren und werde die aufregende Möglichkeit wohl auch ausschlagen. Tja. Jetzt kann man sich natürlich herzlich amüsieren über die armen Briten, aber ich befürchte ja so ein bisschen, das blüht uns alles auch noch. In vielen Bereichen, wo die Gehälter relativ unattraktiv sind, also Lastwagenfahrer, Bäcker, Metzger, die Pflegeberufe auch. Und man sollte ja eigentlich meinen, sowas regelt doch der freie Markt. Und er tut's auch. Nur die Gehälter, die werden ja bei uns nicht wirklich am freien Markt gemacht, sondern meistens von den Tarifparteien. Und über diese Tariflöhne, da hat der Markt sein Urteil schon lang gesprochen, indem nämlich die Berufseinsteiger sagen: Ich bin doch nicht blöd. Tja. Das ist der freie Markt und da helfen dann auch keine dämlichen Imagekampagnen mehr für die Pflegeberufe. Und wenn wir nicht noch unsere industrielle Reservearmee hätten aus dem gesamten europäischen Binnenmarkt, dann wäre da bei uns in diesen Bereichen schon genauso Land unter wie in Großbritannien, befürchte ich. Aber eigentlich geht es hier ja um die Aktie von einem Ölkonzern, die meiner Meinung nach auch ziemlich attraktiv ist jetzt, nämlich Petrobras aus Entschuldigung, aus Brasilien. Petrobras, Petróleo Brasileiro, wie der Name schon sagt. Überrascht sicherlich den einen oder anderen. In Großbritannien ist Diesel teuer, weil die LKWs nicht fahren. In Brasilien ist es genau umgekehrt. Da fahren die LKWs nicht, weil Diesel teuer ist. Da gab es jetzt wieder einen großen Streik von den Truckern aus Protest gegen Inflation und hohe Dieselpreise. Wobei es natürlich gegen die Inflation jetzt auch nicht unbedingt hilfreich ist, wenn jemand das komplette Land lahmlegt. Aber jedenfalls, die Trucker sind da einflussreich und eigentlich ist das Ganze jedes Mal auch ein Kampf zwischen den Truckern und Petrobras. Preissenkungen nimmt man natürlich immer gern mit, aber wenn Petrobras die Preise dann wieder anhebt, auch mit Verweis natürlich auf internationale Preisentwicklungen, dann gibt es Proteste. Und bis jetzt hat Petrobras da eigentlich meistens auch verloren. Petrobras ist der eine große dominierende Ölkonzern in Brasilien, wird mehrheitlich kontrolliert vom Staat und allein zwischen 2011 und 2014 hat Petrobras 40 Milliarden Dollar verloren, weil damals die Regierung verlangt hat, dass sie die Preise subventionieren.
2018 ist dann der CEO Pedro Parente im nächsten Lastwagenfahrerstreit zurückgetreten, weil er das dann nicht mehr machen wollte. Und jetzt im Februar ist der nächste CEO, der das auch nicht mehr machen wollte, aus seinem Amt entfernt worden vom ach so marktfreundlichen Präsidenten Bolsonaro. Und inzwischen haben wir wieder die gleiche Debatte. Gut, klingt jetzt alles nicht so besonders toll, das weiß ich schon. Dabei ist es ja auch noch nicht mal das Schlimmste, das alles. Petrobras ist nämlich schon seit Jahren ein notorischer Vernichter von Anlegergeld. Ich habe hier mal einen Langfristchart seit 1999. Da sehen wir 2008 vor der Finanzkrise, da war die Aktie fast mal 50 Euro wert, die ADR ist auf die Stammaktie. Und nach der Finanzkrise hat sie auch noch mal 35 Euro geschafft, aber dann kam der lange Niedergang, von dem sie sich auch 2018, 2019 nicht im Ansatz erholt hat. Und jetzt sind wir gerade mal ungefähr bei 9 Euro. Das Ganze hat natürlich mit dem Ölpreis zu tun, aber eben nicht nur. Der Ölpreis ist schon wichtig, das ist ganz klar, und da darf ich Sie auch noch mal erinnern: Sie kriegen morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report speziell zum Ölpreis. Und da ist die Konstellation ja momentan auch wirklich sehr spannend. Auf der einen Seite US-Fracking-Industrie, auf der anderen Seite die OPEC und aber auch eine Nachfrage momentan, die man ganz offensichtlich unterschätzt hat und auch ein Investitionsbedarf langfristig, den man möglicherweise eben auch unterschätzt hat. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Und wenn Sie die noch nicht kriegen, morgen geht der nächste raus. Also einfach schnell noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist dann hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, Petrobras. Wer schon länger dabei ist an der Börse, erinnert sich vielleicht noch dran. Petrobras, das war wirklich mal ein ganz, ganz großes Ding. Es war auch zeitweise einer der größten Konzerne der Welt nach Börsenwert. Sie haben nach der Jahrtausendwende riesige Ölfunde gemacht, Tiefseeölvorkommen vor der brasilianischen Küste, und da gab es dann bei der Regierung kein Halten mehr. Man war der Meinung, wir werden jetzt alle reich in Brasilien und das Öl löst jetzt alle unsere Probleme. Und die haben dann ein riesiges Investitionsprogramm aufgelegt mit mehr als 200 Milliarden Dollar, haben Schulden gemacht damals ohne Ende, damals als der Ölpreis natürlich hoch war, und haben eben auch eine Kapitalerhöhung dann nochmal durchgeführt um 70 Milliarden Dollar. Die linkspopulistischen Regierungen damals, die haben also kein Problem damit gehabt, dass sie den Kapitalmarkt anzapfen. Nur als es dann um die Gewinne ging oder wenn es um die Gewinne ging, dann hieß es plötzlich: Naja, das Öl gehört doch eigentlich dem Volk und nicht irgendwelchen Konzernen oder Investoren. Es sind dann also große Wohltaten eben verteilt worden in Form von subventioniertem Öl und Kraftstoff. Dann gab es einen riesigen Korruptionsskandal, also Korruption wirklich im Milliardenumfang damals auch. Davon ist auch viel in die Parteikassen geflossen, was man heute weiß. Und dann ist aber 2014, 2015 auch noch der Ölpreis eingebrochen. Und damit war das Ganze dann wirklich ein Trümmerhaufen. Und viele und auch ich haben damals eben auch gedacht: Mit solchen Schulden, das schaffen die nicht mehr, das überleben die nicht mehr. Man wird die irgendwie zerschlagen müssen, und Kapitalschnitt und Schuldenschnitt und was auch immer. Aber die ganze Geschichte ist einfach vorbei. Nur, oh Wunder, sie haben es trotzdem geschafft, und zwar gar nicht so schlecht. 2016 ist eben Pedro Parente gekommen als neuer Chef, der dann im Lastwagenfahrerstreik 2018 wieder gegangen ist. Der hat eine Sanierung gestartet, die schon sehr hart war. Und die haben damals unglaublich viel auch abgestoßen und verkauft, also Raffinerien, Kraftwerke, Petrochemie, einen Teil vom Vertriebsnetz auch und auch Förderrechte. Also da dürfen andere jetzt nämlich auch mitmachen in Brasilien. Und die verkaufen auch immer noch Assets und verschlanken sich immer noch, und teilweise haben sie auch nicht unbedingt zu guten Preisen verkauft. Aber im Nachhinein war es doch richtig, und sie stehen jetzt wirklich nicht mal schlecht da.
So hat sich die Verschuldung entwickelt seit 2018. Blau Gesamtverschuldung, grün Nettoverschuldung. Hat sich in 2,5 Jahren fast halbiert. 53 Milliarden Dollar Nettoverschuldung sind zwar immer noch nicht so wenig, aber es ist jetzt ungefähr noch so das 1,5-fache vom operativen Gewinn im langjährigen Durchschnitt. Und damit stehen sie jetzt nicht mehr viel schlechter da als die anderen Ölkonzerne auch. Und man muss es ja auch immer in Relation sehen zum Ertrag. Der Börsenwert liegt bei 70 Milliarden Dollar ungefähr. Aber allein im zweiten Quartal jetzt hat Petrobras einen operativen Gewinn erzielt von 11,8 Milliarden Dollar, nur im zweiten Quartal. Und einen freien Cashflow von 9,3 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 8,1 Milliarden Dollar. Das war ein neuer Rekordgewinn. Dank dem Ölpreis, der jetzt natürlich wieder gestiegen ist, aber er ist immer noch nicht so weit oben wie 2011, 2012, darf man auch nicht vergessen. Und ein Rekordgewinn trotz dieser ganzen Verkäufe ja von Aktivitäten und Beteiligungen. Das ist wirklich ein Sanierungserfolg. Und diese Ertragskraft, die da jetzt plötzlich wieder da ist, die würdigt der Markt im Moment noch nicht. Wir haben KGV auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird, von 4,6. Und wenn man bedenkt, dass das einer der größten Ölkonzerne der Welt ist, ja, und dass es sogar Studien gibt, dass Petrobras in 10 Jahren nach Produktion wirklich der größte Ölkonzern der Welt sein könnte, also von den börsennotierten, dann ist ein KGV von 5 eigentlich, ja, besagt nichts anderes, als dass man die Aktien nachgeschmissen kriegt. Und die guten Ölquellen sind nämlich zum großen Teil immer noch da. Die Cashkosten der Produktion liegen bei $5 pro Barrel ungefähr. Plus $12 Steuern, plus $16 Amortisierungen, das heißt insgesamt $33 pro Barrel. Das ist schon auch sehr solide. Und dadurch, dass die Aktie relativ zum Ertrag jetzt eben niedrig bewertet ist, dadurch haben wir jetzt auch eine hohe prognostizierte Dividendenrendite. Die liegt bei den ADRs auf die Vorzugsaktie jetzt bei 9,2%. Als ich das Video vorbereitet hier habe, da waren es noch knapp 10%, darum auch der Titel, den das Video hat. Jetzt geht es wieder in Richtung 9% schon wieder. Also falls Sie sich das Video jetzt angeschaut haben wegen den 10% Dividendenrendite und Sie erfahren jetzt zu Ihrem großen Entsetzen, es sind eher 9%, dann bitte ich Sie herzlich um Entschuldigung natürlich. Aber auch mit 9% muss man schon sagen, da sind wir jetzt schon in einem Bereich, den wir bei großen Ölkonzernen eigentlich eher kennen aus Russland. Es gibt in Brasilien natürlich politische Risiken, aber die gibt es in Russland genauso, ist ja völlig klar. Interessanterweise nimmt man ja das politische Risiko in Ländern wie China oder Brasilien sehr stark wahr zurzeit wieder. Und das in Russland nimmt man dafür so gut wie überhaupt nicht wahr. Vor 5, 6 Jahren war es noch komplett umgekehrt, aber natürlich auch nicht ganz ohne Grund, ist schon logisch. Aber okay, was machen wir mit der Aktie? Ist sie kaufenswert? Ich würde sagen, man muss jetzt nicht unbedingt dringend in Euphorie verfallen. Es wird wahrscheinlich jetzt auch keine Kursrakete. Also man soll da jetzt nicht blind reinrennen. Die Aktie wird mit einem hohen Risikoabschlag gehandelt und einen gewissen Risikoabschlag hat sie natürlich auch zu Recht. Aber trotzdem, ich halte sie für unterbewertet. Petrobras hat wirklich Fortschritte gemacht die letzten Jahre. Das ist jetzt auch langsam wirklich unverkennbar. Und was jetzt diese Preiserhöhungen betrifft, da sieht es im Moment so aus, dass Petrobras sich diesmal wahrscheinlich sogar durchsetzt. Die Regierung denkt jetzt auch nach über andere Möglichkeiten, also dass man zum Beispiel einen Fonds gründet aus Steuern und Dividenden, die von Petrobras kommen, damit man damit die sozialen Härten abfedert. Ist noch nicht spruchreif alles. Aber es wäre natürlich sehr positiv, wenn es so kommt. Und man muss dabei natürlich auch bedenken, das Rekordergebnis im zweiten Quartal, das hat Petrobras auch ohne diese Preiserhöhungen geschafft. Ansonsten, was sind die Risiken? Natürlich gibt es politische Risiken. Also zum Beispiel, dass die Regierung eben jetzt ihre Einflussnahme wieder verschärfen könnte. Oder auch, dass es einen Linksruck geben könnte in Brasilien die nächsten Jahre wieder.
Dann die Wechselkursentwicklung, der brasilianische Real. Hier haben wir ihn zum Euro, einen 12-Monats-Chart. Er fällt wieder seit ein paar Monaten. Er tut es meiner Meinung nach zu Unrecht. Wir haben zwar in Brasilien jetzt eine sehr hohe Inflation wieder, fast 10%. Das ist schon schlecht, gar keine Frage. Wir haben aber überall Inflationsdruck und wir haben in Brasilien ausnahmsweise mal eine Notenbank, die gegen die Inflation auch was tut. Die hebt seit Monaten die Leitzinsen kontinuierlich an. Inzwischen sind wir da auch schon bei 6,25%. Ganz im Gegensatz zu uns, wo in der Richtung ja überhaupt nichts passiert, außer dass man die Inflation zu einem temporären Phänomen erklärt. Das heißt, die Realzinsen sind bei uns negativ, sie sind in Brasilien negativ, aber in Brasilien wird die Inflation eben von der Notenbank bekämpft. Darum ist die eigentlich glaubwürdiger als unsere Notenbank. Ist aber immer eine Frage der Wahrnehmung und das gute Geld gewinnt eben auch nicht immer am Markt. Und dann natürlich einer der wichtigsten Faktoren, ganz klar der Ölpreis. Darum denken Sie eben auch noch an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report zum Ölpreis, der morgen rausgeht, www.zukunfts-märkte.de. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn es nicht nochmal schwerwiegende Eingriffe gibt in die Preispolitik durch die Regierung und wenn der Ölpreis jetzt nicht stark fällt nochmal, sondern wenn er stabil bleibt oder vielleicht sogar steigt, dann ist Petrobras durch die niedrige Bewertung und durch die hohe Dividende mit Sicherheit eine interessante Aktie. Vielleicht ja auch als Teil, als kleiner Teil Ihrer ganz persönlichen Absicherungsstrategie gegen die nächste brutale Heizölrechnung. Gut, aber Sie können bei Heizöl natürlich auch ganz anders sparen, haben wir ja gehört, indem Sie es einfach selber abholen. Einfach mal alle Sorgen vergessen und unbeschwert mit dem Tanklaster durch die Gegend brettern. Das ist auch ein tolles Erlebnis und auch gleichzeitig ein großartiger Dienst an die Allgemeinheit. In diesem Sinne, wir sehen uns in Rotterdam. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.